In einer Minute von Puls 200 runter auf 140. Als wir angefangen haben, hast du dafür noch 2 Minuten gebraucht. Fernando Signorini, ein echter Meister, ein Genie. Er hat mir beigebracht, wie ich meinen Körper trainieren muss und meinen Geist. Morgen machen wir weiter. Wir haben jeden Tag trainiert. Morgens, nachmittags und abends. Ich habe gemerkt, es gibt Diego und es gibt Maradona. Diego war ein etwas unsicherer, aber liebenswerter Junge. Maradona dagegen war die Rolle, die er sich zurechtgelegt hatte, um im Fußballgeschäft und auch in den Medien bestehen zu können. Maradona durfte nie Schwäche zeigen. Einmal habe ich ihm gesagt, mit Diego gehe ich bis ans Ende der Welt, aber mit Maradona keinen Schritt. Darauf er? Ja, aber ohne Maradona wäre ich immer noch in Via Fiorito. Todavía estaría en Villa Fiorito. Auf dem Spielfeld wird das Leben unwichtig. Alles wird unwichtig. Diego kam aus harten Verhältnissen, einem Elendsviertel von Buenos Aires. Der Fußball war mein Lieblingsspielzeug, mein Befreier. Das war die Hand Gottes. Mit Diego gehe ich bis ans Ende der Welt. Aber mit Maradona keinen Schritt. Ein beispielloser Absturz. Ich will nur Maradona sein. Beim Fußball geht es um Täuschung. Er war im Griff der Camorra. Ab da ging für ihn alles den Bach runter. Mir fiel auf, dass er immer seltener Diego war und immer öfter Maradona. Der Schutz, den er hatte, bricht zusammen. Gegen den Fußballer Maradona laufen Ermittlungen. Maradona. Maradonas Feinde wollten ihn zerstören. Er zahlte einen hohen Preis für seinen Ruhm.